Hallo, wir sind wieder mit unserem Team unterwegs am Niederrhein. Heute besuchen wir einen Freizeitsee in Alpenmenzeln. Dieses Mal im Winter und wir möchten Ihnen die Inspiration geben für den Sommer 2023. Ein ehemaliger Baggersee, liebevoll umgestaltet als Freizeitsee, liegt an der Grenze zwischen Ginderich und Büderich in Alpenmenzeln an der Geester Straße. Dieser familienfreundliche Freizeitsee ist besonders für Familien ein besonderer Freizeittipp. Am südwestlichen Ufer des Sees liegt das kleine idyllische Freizeitbad Rick's Beach mit seinem weißen Sandstrand. Mit Palmzweigen gedeckte, fest installierte Sonnenschirme auf dem weißen Strand bieten im Sommer ein Feeling von Mai bis Oktober in der Karibik angekommen zu sein. Südamerikanische Musik von der kleinen Beachbar und dem Strandcafé runden dieses Gefühl ab. Das Wasser des Freizeitsees, der in einem großen Wasserschutzgebiet liegt, ist von besonderer Qualität und glasklar. Hier an diesem verkehrsgünstig gelegenen Freizeitsee mit seinem herrlichen Sandstrand können Familien mit Kindern das Strandleben in vollen Zügen genießen. Die Kinder können Sandburgen bauen und im überwachten Strandbereich im und am Wasser mit der Familie einen herrlichen Tag verleben. Auch für den Hund findet sich dort ein Plätzchen. Kilometerweite Wander- und Radwege um den See und in die herrliche, flache Landschaft am Niederrhein laden zum Wandern und zu Radtouren ein. Wenn Sie Ihre Planung für den Sommer gestalten möchten, so schauen Sie mal am Freizeitbad in Menzel-Ost an der Geesterstraße vorbei. Wir sagen jetzt für heute Tschüsskes und auf Wiedersehen.